Ich bin in München angekommen. Müssen wir erstmal Urin entsorgen. So, ich habe hier den Helmut getroffen. Genau. Und wir laufen jetzt zu da, wo sein Kopf hin zeigt. So, wir sind plötzlich hier gelandet und ein Kollege holt uns in der nächsten halben Stunde ab. Und genau, darauf trinken wir jetzt ein Wartebier. Geprost! Wir haben Hannes getroffen. Und genau, wir laufen jetzt... Wir gehen jetzt mit ihnen spazieren. Das geht ja gut los. Es beginnt. Und zwar jetzt, gleich, sofort. Helmut. Ja. Ich bin eine ranzige Bazille. Hannes. Ich bin eine ranzige Bazille. Du bist eine ranzige Bazille? Ich auch. Ich bin ein richtiger Einzeller. Das hört sich gut an. Ich muss mich so weiterentwickeln zu einer Mikrobe. Mikroben sind lustig. Guck mal hier. Hier vorne liegt Scheiße. Scheiße gefunden. Scheiße gefunden. Scheiße gefunden. Weil da liegt Scheiße dran. Scheiße gefunden. Guck mal hier. Letztens, als ich da in Mannheim unter dieser Schutzhütte gepennt habe und fast geklaut wurde, da ist mir diese Nosferatu-Spinne auf den Kopf gefallen. Und guck mal hier. Der Hannes hat hier ein Tattoo von einer Spinne. Die sind richtig geile Tiere. Die können einen in den Mund reinkrabbeln und sowas, ja. Im Schlaf. Und ins Ohr und in der Nase und sowas. Deswegen ist das richtig geile Tiere. Wir sind gerade Bus gefahren und heute ist voll cool Wetter. Weil ich habe schon wieder mein regelfarbener Fummel ausgezogen. Weil ich finde das richtig geil, wenn der D3 vernünftig scheppert. Das ist die beste Musik der ganzen Welt. Elcore habe ich das genannt. Diese Musikrichtung. Das habe ich selber gemacht. Das ist richtig geil. Guck mal hier. Hier vorne schwimmt weißes Hähnchenfleisch rum. So, der Schlafplatz ist aufgebaut. Wir wurden gerade vom Regen überrascht. Also wir haben schon gepennt, aber wir wurden vom Regen überrascht. Genau, das ist hier alles nass und sowas. Deswegen haben wir ganz schnell das hier aufgebaut. Oder wir haben ganz lange dafür gebraucht, um das aufzubauen, aber das ist jetzt fertig. Der Tab. Und genau, wir pennen hier an diesem See hier rum. Frühstück wird gebraten. So, Frühstück ist fertig. So, die Sachen sind gepackt. Das hier, das ist unsere Pen-Location. Und weil das die ganze Zeit immer stärker nieselt, laufen wir zum nächsten Gebäude, um uns dort drunter zu stellen. Wir sind gerade ein Stückchen weitergelaufen und guck mal, wir haben hier eine Überdachung gefunden. Und wir haben hier den Schlafplatz aufgebaut, damit wir hier so ein paar Stunden Schlaf nachholen können. So, wir haben ein paar Stunden Schlaf nachgeholt. Ich werde ein idiotischer öffentlicher Verkehrsmittel mitfahren. So, wir sind jetzt in Garmisch-Partenkirchen angekommen. Und jetzt laufen wir zum nächsten Geschäft. Um dort
was zum Fressen und sowas zu holen. Weil morgen ist der Sonntag. Deswegen müssen wir heute einkaufen. Hier vorne ist ein verschmierter Lidl. Guck mal, wir sind gerade in diesem Lidl drin und ich habe mir ein Latte Macchiato gekauft. Zum Latte Macchiato saufen. Weil das ist richtig geil. Guck mal hier. Unser Abendbrot wird gebraten. Das muss durch werden. Hier, das nennt sich so. Kot. Ein Stück Kotfleisch. Kotfleisch, genau. So, Fressen ist fertig. Jetzt wird Abendbrot konsumiert. Der Helmut pustet seine Dings auf, seinen Schlafplatz. Und mein Schlafplatz ist hier schon aufgebaut. Ich bin hier auf diesen, hier, wie heißt das Ding nochmal? Genau, da drauf, wo ich sonst immer wieder penne.